Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Der Tag ist wieder angebrochen. Wir haben zwar noch keinen wunderschönen Sonnenaufgang, aber ich glaube, den würden wir eh nicht sehen. Der ist bestimmt hinter der Mauer, also hinterm Zaun. Aber das bedeutet, ich musste hier Holz abbauen, also Rasen, und habe jetzt wieder eine Fackel. Das Gute ist, ja, den wollte ich gerade aufheben, den habe ich gerade gekillt. Eine kleine Blattlaus. Das Gute ist, wir können jetzt wieder zurückgehen und die Forschungseinrichtung untersuchen. Also wir gehen jetzt da wieder rein. Und dann werden wir mal schauen, dass wir da alles forschungsmäßig erforschen, untersuchen, analysieren und mit richtig guten Ergebnissen nach Hause kommen, damit wir unsere Sachen ein bisschen verbessern können. Mir war so, als hätte hier so eine Spinne geschnarcht oder so. Okay. Da ist eine Spinne, wo wir hoch könnten. Können wir da hoch? Having a little peep. I see you. Eine Radnetzspinne. Ach, so heißen die Dinger also. Das ist zu steil. Wir kriegen neue Informationen aus der Regie. Das ist Spiel neue Insekten im Piep-Modus. Schaltet eine Kreaturenkarte frei, die Schwächen und Resistenzen offenbart. Oh, dann können wir mal gucken, wie wir diese blöden Spinnen kalt machen können am besten. Ich sehe jetzt hier aber keinen Weg, wie wir hier hochkommen. Das würde bedeuten, dass wir leider wieder den ganzen. Hoppala. Den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Und dann durch diesen ganzen Labyrinth-Dschungel wieder nach hier vorne kommen. Außer es gibt vielleicht noch einen zweiten Weg. Das wäre natürlich die Frage, aber das wüsste ich jetzt so nicht. Ja, wir schauen mal. Wir gehen jetzt erstmal hier die Steine entlang. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwo noch hoch. Es sieht ja so nicht schlecht aus. Also, als könnte man vielleicht hier hochgehen. Aber vielleicht geht auch irgendein anderer Ast, wenn die Spinne da ihre Patrouille zieht, möchte ich da ungern dran vorbeigehen. Aber wir können einmal gucken. Karte. Nö. Status. Herstellen. Aufgaben. Daten. Ah. Die Radnetzspinne. Schwächen. Schärfe. Und sie ist resistent gegen Stechen und Frisch. Was soll mir das denn sagen? Leuchtend gelbe und schwarze Spinnentiere, die auf dem ganzen Hof jagen, können beim Tod Spinnbrocken und Netzfäden fallen lassen. Ja, okay, also, aber sie ist definitiv gegen unseren Speer, Bogen wahrscheinlich auch, resistent. Wir brauchen was Scharfes, um die umzubringen. Hat er hier einen Gemüsegarten, dass man hier irgendwo Chilischoten oder so findet? Haben wir noch eine Pusteblume im Inventar? Ja. Das bedeutet, wir können hier runter. Ist auch noch so eine Forschungseinrichtung. Wenn ich den jetzt. Wir sind ja waffentechnisch schlecht ausgestattet. Wenn ich den jetzt hier anmache, dann kommen ja, denke ich mal, Krabbeltiere machen den kaputt, ne? Das war hinten bei mir an der Basis. Da habe ich so ein Ding schon mal gefunden. Und das wurde direkt zerstört. Oh, hier. Pure Wissenschaft. Und hier sind ganz schön viele Spinnennetze. Komm hier rein. Okay, ich komme hier nicht rein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Da war eine Spinne. Pure Wissenschaft. Oh. Da sind nur mal zwei Radnetzspinnen. Und Burke, sein dämlicher Cousin. Kannst mir gar nichts.
Ah, kann er nicht in dem Spinnnetz gefangen sein? Das wäre denn so ein leichtes Spiel gewesen. Oh, Spinne hinter der Dose. Das ist aber auch eine Gegend hier. Wie kann man hier... Na gut, wenn man die Spinne untersuchen will. Zurück zu meiner ursprünglichen Frage. Wie kann man hier ein Labor hinstellen? Also so eine Forschungseinrichtung. Das ist der pure Tod. Ah, da ist noch so ein Zahn und ich kann ihn nicht abbauen. Da habe ich leider das falsche Werkzeug für. Oh, hier komme ich überall nicht hoch, ne? Nee, das sieht nicht gut aus. Ja, da müssen wir tatsächlich den ganzen Weg zurückgehen. Spröder Quarzit? Das kann nicht. Das ist doch nicht... Ist das der Quarzit, den ich die ganze Zeit gesucht habe? Quarzitscherbe. Ja, aber die kann ich ja nicht untersuchen. Oh, ich werde nie meinen Tausammler bauen können. Na gut, dann gehen wir da hinten hoch. Da ist ja noch diese kleine Forschungseinrichtung. Und Saft. An diesem Blatt, das dürfen wir nicht vergessen. Nicht aus der Flasche trinken. Dann können wir mal gucken. Vielleicht kann ich es ja doch untersuchen. Vielleicht habe ich ja letztes Mal irgendwas falsch gemacht. Aber ich glaube, die Quarzitscherben selber kann ich nicht analysieren. Und dementsprechend kann ich mir auch keinen Tausammler bauen. Obwohl ich alle Komponenten habe. Ich habe das Netz. Ich habe Löwenzahn. Ich weiß gar nicht, was man dafür genau braucht. Ein Quarzit, glaube ich. Ja, wir sind da. Oh, einmal hier hoch. Einmal hier. Gott, oh Gott. Oh, hoffentlich fallen wir nicht noch runter und sterben. Das wäre natürlich wirklich ärgerlich. So, vorne war die Forschungsstation. Wir können das Quarzit nicht analysieren. Ich weiß es nicht, warum. Ein Stinkerpfeil. Das analysieren wir auch mal. Kann ja nicht schaden. Ohne Rezeptur. Ja, konnten wir eh schon herstellen. Ja, die kann ich leider nicht analysieren. Kein Tausammler für mich. Wo musste ich denn hier lang? Theoretisch wäre ja hier... Da war die Sackgasse, denn hier hoch. Sollten vielleicht wieder eine Waffe in der Hand nehmen. Wer weiß, ob hier irgendwelche achtbeinigen Ungeheuer ihr Unwesen treiben. Nein, 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 nein! Ein Glück habe ich noch diese Pusteblume. Oh Gott, die hat mich gerettet. Oh, das hätte jetzt so nach hinten losgehen können. Wir müssen vorsichtiger sein. Diese dicken Stämme hier sind ziemlich moosbefallen und deswegen sehr glatt und wir können da schnell ausrutschen. Warte mal, hier bin ich falsch. Oh, ganz vorsichtig hier hochgehen. Hier mussten wir rechts abbiegen, wenn mich nicht alles täuscht. War hier nicht irgendwo noch ein Blatt, wo so ein Safttropfen war? Kommt vielleicht erst noch. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Ein Fuß vor dem nächsten. Oh, wir schaffen das. Geschafft. Also wenn man so klein ist, ist so eine Hecke tatsächlich sehr hoch, ne? Oh Gott!
Wo kommst denn du her? Du hast einen Freund mitgebracht. Oh, das hat mir wehgetan. Also, die umzubringen natürlich, ne? Ich bin ja Tierfreund. Das tat mir tief im Herzen weh. Wo ist denn dieses... Da ist die Freundin von Ant-Man. The Wasp. Ich hoffe, die tut mir nichts, aber die hat einen Stachel, ne? Da. Da ist doch das Blatt, oder? Nee. Da ist das Blatt. Ja. Der sicherste Weg. Hier rüber. Hier rüber. Hier hoch. Hier rum. Da haben wir's. Boah, leckerer Saft. Mm. Oh. Ein bisschen komisch, dass... Ach so, der Saft kommt aus dem Tetra-Pack. Ah, ich wollte gerade sagen, hier sind überall diese komischen Beeren und ich dachte, der Saft wäre von den Beeren quasi. Und habe mich schon gewundert, dass es hier nur einen Safttropfen gibt auf der ganzen Hecke. Oder in der ganzen Hecke, besser gesagt. Gut, jetzt mussten wir links abbiegen. So ein TomTom-Navi wäre jetzt schön. Ob wir hier abbiegen mussten, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Doch, hier können wir rüber, aber wir können ja auch springen. Wir sind doch junge Hüpfer. Oh Gott. Bitte nicht abstürzen. Okay, dann gehe ich halt über diesen Ast. Da ist schon mal eine kleine weitere Station. An der sind wir schon vorbeigekommen. Ist hier nochmal irgendwas für uns drin? Kiste ist verschlossen. Gut. Da kriegen wir wohl nichts mehr. Musste ich jetzt hier an der Seite über den Pilz gehen? Ja, ne? Entschuldigung. Ich meine natürlich männliches Husten. Ein Mann stirbt immer leise und dezent. So, dann mussten wir hier hoch über die Frisbee. Hier haben wir diesmal auch keine Spinnen. I guess. Dann bin ich hier runtergesprungen. Oh, ich heb mir mal den Gleitschirm noch ein bisschen auf. Der ist ja fast aufgebraucht. Oder wir entsorgen den. Aber kann ich den auch so fallen lassen? Top. Und nehmen einen neuen. Und den müssen wir noch ausrüsten. Zubehör. Perfekt. Ah. Oh. Rutschiges Moos. Und ich komme hier nicht hoch. Der Ast führt hier so offensichtlich rüber, dass ich mich frage, ob wir hier noch was finden. Sieht nicht so aus. Nee. Gut. Mehr aus dem Roman Der Weg war umsonst von Stephen King lesen wir morgen. Ja, einmal Seilbahn fahren. Hui. Ich habe hier richtig Paranoia mit diesen kleinen Spinnen. Und die sind so unsichtbar im Rasen. Ach nee, ich muss ja hier rüber. Das ist ein Weg. Wenn das ein Professor ist, denn ich stelle mir den ja schon in älter vor, ne? Also wir haben ja das Bild gesehen, der ist ja bestimmt 50. Der kann mir doch nicht erzählen, dass der mit 50 Jahren Bock hat, hier ständig von Ast zu Ast zu Ast zu hüpfen, um seine Station abzulaufen. Das kann ich mir nicht
Beim besten Willen, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist ein alter Mann. Oh. Zack. Das haben wir geschafft. Oh, jetzt nicht runterfallen. Kurz vorm Ziel. Ah, wunderbar. Gut, wo kommen wir denn da rein überhaupt hier? Ne, da muss ja irgendwo was Ersichtliches sein. Wir düsen erstmal runter. Nein, zu weit! Zu weit! Zu weit! Nein, falsche Taste! Ich bin tot. Nein! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ah, letztes Spielurteil laden. Ich habe Panik gekriegt. Ich bin zu weit gesprungen. Ich wollte auf dem Dach von der Anlage landen. Okay, er hat automatisch gespeichert. Wo bin ich hier? Ah, ja. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Boah. Denn, ja, Versuch Nummer 2. This is awesome! Das ist halt mega schnell hier. Oh Gott, ey, ich wäre schon wieder fast abgestürzt. Du kannst mir nix. Kann ich da reinfallen? Ich hoffe ja nicht, ne? Gut, jetzt müssen wir irgendwie wieder nach oben. Das heißt, ich muss hinter diesen Kasten. Aber da nicht. Muss ich doch darunter? Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Darunter durch kommen wir nicht. Hier dran vorbei wird eng. Ist aber machbar. Bringt uns nur nicht weiter. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir über diese Forschungsanlage nach oben kommen. Dass wir hier... Eigentlich wollte ich auf die Röhre. Ich bin tatsächlich zu weit gesprungen. So, ich passe hier auch nicht durch. Die würde mich ja eh kalt machen, ne? Da können wir nicht runter. Da können wir nicht rüber. Ist ein bisschen weit, ne? Und das wahrscheinlich auch. Okay, wenn man hier landet, ist ja durchaus möglich. Wo könnte man hier lang? Auf dem Ast. Der bringt uns gar nichts. Sackgasse. Müssen wir den Weg wieder von vorne laufen. Ah, da bleibt uns wohl nur der große Dicke über. Da können wir auch nicht hoch und da kommen wir nicht hin. Habe ich... Nein, bauen können wir auch nichts. Ich versuch's mal. Ich habe keine... Wo ist ja meine Pusteblume hin? So, wir sind wieder hier. Haben wir uns jetzt einen Weg gespart. Das wäre jetzt nämlich sehr ärgerlich gewesen, den ganzen Weg nochmal zu laufen. Und dafür haben wir ja die Speicherspielstände, ne? Gut, komme ich auf die Forschungseinrichtung, dass ich hier die Röhre hochgehen kann. Muss ich höchstwahrscheinlich im rechten Moment loslassen. Oder ich komme da hinten rein, aber ich weiß ja nicht, ob ich von da auch weiterkomme. I believe! Oh, das war ja einfach. Da können wir da unten, da können wir immer mal rein, ne? Oh, ein Zahn. Kann ich nicht abbauen. Ich hab nichts dafür.
Okay, das bringt mich jetzt nicht so weit, wie ich gehofft habe. Ich dachte, man kommt hier vielleicht rein. Das sah so aus wegen diesen Stängel. Also Kabel oder was auch immer das ist. Da ist nur pure Wissenschaft. Wie kommt man da hin? Ja, einfach runterspringen? Das ist auch pure Wissenschaft. Aber da können wir später hin. Erstmal das Gebäude. Pusteblume haben wir. Gut, das ist so hoch. Okay. Den ganzen Mut zusammennehmen. Geronimo! Wo ist denn... Das tat richtig weh. Wo ist denn meine Pusteblume? Wie kriege ich die denn? Muss Shift drücken, ne? Habe ich doch gemacht. Ja, der geklackt hat das schon. Na gut, aber wir sind hier unten. Dann müssen wir halt eben mal was essen. Lecker Pilze. Und die Pilze sind alle. Das ist nicht gut. Ja, bevor es die Katzen kriegen, ne? Snacken wir uns das. Da ist eine Spinne drinne. Wir treffen auf jeden Fall auf Gegenwehr, wenn wir da reinkommen. Wir werden da reinkommen. Wo ist denn die kleine Spinne? Da ist eine. Schon mal ein bisschen vorschädigen. Itzy Bitsy Spider. Gut, das bringt nichts. Aber wir sind nicht full life. Wir trinken einen Schluck. Okay, bringt uns auch nichts. Ab im Verband. Mensch, wir haben noch Verband. Oh, da haben wir aber wieder verschwenderisch gehalten. Oh, das heilt aber langsam. Jetzt ist die hier wieder durchgelaufen. Oh, die hat uns gesehen. Die ist ein bisschen aggro. Itzy Bitsy Spider. Wo ist sie hin? Ich komme nicht an dem Blatt Papier vorbei. Ich wollte ins Bein schießen, es geht aber nicht. Jetzt bleib doch mal stehen, doch. Jetzt bleib doch mal. Warum? Geh doch nicht weg, mein Freund. Ich hab was für dich. Was richtig Cooles habe ich selbst gebastelt. Denn eben nicht. Wir haben Leben. Wir haben Mut. Wir haben die Kraft der Ameise. Wo ist die? Wir haben keine. Wir sehen nichts. Ich habe keine Ausdauer. Okay. Einen haben wir noch. Für dich. Ein Stück zerrissenes Papier mit einem Wortfetzen oder so darauf. Da steht Y. Und dann noch die Hälfte eines unlesbaren Buchstabens. Gut, unlesbare Buchstabe sieht aus wie ein Tö. Okay, also Siren, Pfeffer und Salz. Hier sind noch Snacks für mich. Die nehmen wir gerne.
Ja. Also, wenn ich die Analysen des Professors verstehe, Sirene böse, obwohl ein Herz drinne ist. Salz und Pfeffer böse. Für Spinnen vielleicht? Das ist die Pusteblume. Wenn er die nicht nimmt, ist er RIP. Interessant. Oh. That was refreshing. Das ist ja praktisch. Verdammt! Ah, hätte ich das doch in meine Trinkflasche gepackt, verdammt! So viel Durst hatte ich doch noch gar nicht. Oh. Hi, Birks Cousin. Aua. Das ist so. Dieses Ding ist so langsam. Nee. Ja, nimm das und dies und jenes und. Ich habe keine Ausdauer mehr. Kleinen Moment, Tasi. Und das und dies und jenes. In dein Gesicht. Da rollen Köpfe. steckt fest. Das muss ich wohl von der anderen Seite aufmachen. Ja, können wir nicht durchhauen. Cool, was haben wir denn hier noch? Ein paar Reagenzgläser, ein Computer. Birks Cousin. Oh. Birks Cousin. Oh, er hat mich gesehen. Nein. Böse. Böse. Das hat keiner gesehen. Oh. Full life. Wir sind mutig. Wir gehen rein. Ach, ich komme nicht ran. Gleich habe ich keine Ausdauer mehr. Ja, durch Papier. Ja. Eine ist tot. Ja, das haben wir ja schon gelesen, ne? Peinlich genug, dass ich wirklich in der Situation gestorben bin. Aber, haha. Der Fehler passiert mir nicht nochmal. So, ein paar Snacks mitnehmen. Ein paar Verbände. Oh, Loot, 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 Loot. Alles für mich. Also auch wenn die angeblich viel Schaden machen soll, finde ich, ist die unpraktisch zu spielen. Mensch, jetzt reicht's. Ich finde die Ameisenkeule echt scheiße. Aber ich habe jetzt nicht mal mehr einen Speer. Der ist ja halb verbrannt. Was ist mit dir passiert? Oh, das tut immer so weh. Okay, wir haben da einen Weg, wir haben da einen Weg und wir können hier rechts hoch. Mit Spinnenweben. Wir legen uns doch lieber mit den Spinnen an. Aha. Das Paradies. Meins, 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 meins. Oh, das können wir alles mitnehmen. Mein Inventar ist voll. Oh, da muss alles raus, was wir nicht brauchen. Das ja, können wir fallen lassen. Das können wir fallen lassen. Das brauchen wir nicht. Das finden wir auch überall. Lassen wir fallen. Den snacken wir gleich. Das sammle ich ja gerade.
Was können wir denn noch so ganz locker flockig entbehren? Die Pflanzenfaser. Die kommt auch erstmal weg. Essen, 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 essen. Oh, Saft. Wird gerade weggeschmissen, aber naja. Marmor. Oh. Dann kann ich ja mein Schmiedeeisen fertig machen. Das ist ja praktisch. Mein Inventar ist voll. Dann können wir unsere Schmiede fertig machen. Oh, so viel. Na ja, gut, das kann ich jetzt nicht mitschleppen. Das wäre wirklich ein bisschen zu viel des Guten. Jetzt hier einfach rüber, oder? Nee, nee, wir haben ja noch nicht alles untersucht, ne? Ah, wir erforschen weiter. Mal gucken, was hier noch zu holen gibt. Vielleicht müssen wir das Inventar noch mal austauschen. Oh, das ist ja schön. Loot. Loot ist immer gut. Ich bräuchte irgendwie die Möglichkeit, mir einen größeren Rucksack zu machen. Und schnellere Waffen. Gott, oh Gott, ey. Die sind aber auch anstrengend. Na, das ist eine Beere. Ich habe gerade gedacht, was ist denn hier passiert? Mei, oh mei. Das reinste Massaker. Science. Da können wir doch eigentlich auch noch hier abbauen, oder? Haben wir dafür noch Platz im Inventar? Jetzt ist voll. Noch eine Skizze. Also, komische chemische Formeln. Was ist das? Eine böse Beere? Eine freudige Beere? Berg? Stapsel? Was ist hier passiert? Ach, sacre bleu. Was ist da nur passiert? Hier ist nur eine... Ach ja, mein Inventar ist ja voll. Können hier nichts mehr drücken. Und können auch nichts mehr lesen. Ach, Entschuldigung. Ja, gut. Hier geht es halt nur noch runter. Bringt uns das was? Wir waren ja hier noch nicht überall. Nachher kommen wir da in so einen abgeschotteten Bereich, aus dem wir wieder nicht zurückkommen. Hier waren wir noch nicht unten. Dann gehen wir hier doch mal runter. Oh nein, hier ist kaputt. Hätte ich hier reinkommen können? Ein grüner Zahn? Kann ich den abbauen? Komme ich auch wieder rein, wenn ich hier rausgehe? Oh, jetzt nicht runterfallen. Was brauche ich dafür? Ah, ein Hammer zweiter Klasse. Stufe. Oh, da ist noch ein Stück Papier. Das heißt, wir müssen da so oder so noch hin. Wenn wir da hingehen, kommen wir von dort hier wieder her. Wir würden da reinrutschen. Aber können wir hier auch wieder hochklettern? Da ist nämlich keine... Ach, das ist bestimmt der Trümmer, der unten liegt, ne? Der Rest davon. Nee. Wir haben eine Seilbahn. Aber wenn wir die nutzen, kommen wir da nicht mehr weg. Außer über den Ast nach unten. Aber den kommen wir wieder nicht hoch. Wo kommst du denn her? Was habe ich denn in der Hand hier? Die Axt? Warum habe ich denn die Axt? Okay, Little Berg. Komm her hier. Wie ist er hierher gekommen? Ich meine, gut, der kann fliegen. Theoretisch. Aber einer ist ja auch schon abgestürzt. Und er ist jetzt auch unten. Aber dann ist er doch von dort hier rüber gekommen. Vielleicht kann der ein Stück weit fliegen. Ah, ich will es nicht ausprobieren.
gehen erstmal hier runter. Hier ist aber die Frage, was ist das für eine Tür? Ah, später komme ich nicht mehr rein und dann komme ich nicht an den Zettel ran. Das kann ich nicht öffnen. Okay, wir gehen zum Zettel. Den schnappen wir uns. Einmal hier rum. Die Seilrutsche fahren wir runter. Und dann gucken wir, wenn wir drüben sind, wie wir wieder zurückkommen. Yeah! Ja, genau. Mit Unterbrechung. Eine kleine Pause mussten wir einlegen. Oh. Oh. Okay. Wie ist er da hochgekommen? Hi, Little Berg. Das kann ich auch. Okay, wir brauchen mal Licht. Wie ist denn... Achso, war ein Blatt. Ich dachte, hier hängt Saft. Nö. Da kommen wir nicht rein. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Hm. Ich hab's gewusst, dass wir hier wieder nicht weiterkommen. Ich kann doch nicht wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Ich habe jetzt einen Zettel. Ich weiß nicht, wofür der gut ist, aber ich nehme den mit. Das Blatt werde ich nicht raufkommen. Das ist mir eigentlich auch zu weit. Also da möchte ich auch nicht rüberspringen. Brenn die Hecke nieder. Weg mit euch, Spinnen. Cool. Ja, das, ich, also... Wieso zieht er denn diese Pusteblume einfach nicht? Die ist doch auf Shift, oder nicht? Die war doch auf Shift. Probier das aus. Ich springe hier runter. Ist mir egal. Aber erst gucke ich nochmal, ob ich hier vielleicht reinkomme. Ne, das ist versperrt. So ein Pilz. Tja, das sieht schlecht aus, Freunde. Das sieht nicht so aus, als ob wir hier wieder nach oben kommen an der Ecke. Was natürlich extrem ärgerlich ist. Mhm. Oh Gott, das Blatt hat mich geschubst. Mhm. Das sieht aus, als hätte ich einen riesigen Penis. Oh mein Gott. Ja, was eine Gurke, du. Alter Schwede. Ja, toll, über das Blatt komme ich auch nur auf den Ast. Ich komme hier nicht höher. Komm da, komme ich da? Hier ganz vorsichtig auf diese Blattkante. Ach ja, genau. Jetzt hat's funktioniert. Ist klar. Gut. Jetzt sind wir ganz unten. Wir gehen zurück zum Lager. Wir untersuchen jetzt mal die Schmiede. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas... Ah, ich brauche ja noch Burgs ein Chip. Wo bin ich denn überhaupt? Da muss ich nochmal gucken, ob ich da... Ob ich da nochmal einen Hinweis kriege, wo der Chip überhaupt ist. Muss einmal hier zur Kante. Eine Steine sind keine Spinnen. Da sind wir sicher. Bin ich hier an der Steinkante, an der ich hin wollte?
Der Tropfen fällt doch wieder in eine Pfütze. Den brauchen wir gar nicht abbauen hier. Wasser. Frisches Wasser. Ich hab solch einen Durst. Wasser. Wasser. Das Wasser. Lass fallen. Gib mir das. Ja, das ist wirklich ein mystischer Moment. Ich hätte einfach hochspringen können. Ich habe jetzt Superkräfte. Ich habe heiliges fliegendes Wasser getrunken. Geht das hier auch mit springen? Nö. Leider nicht. Stellen geblubbert. Oh, da komme ich jetzt nicht hoch. Ja, das war auf jeden Fall die Forschungsstation in der Hecke. Beim nächsten Mal müssen wir mal gucken, wo Berg sein Chip eigentlich ist. Weil wir müssen ja Berg auch noch ein Chip bringen. So, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich verabschiede mich für heute. Bis dahin, macht's gut. Ciao.